Nächster Redner ist der Rechnungshofsprecher der SPÖ, Elmar Mayer. Frau Präsidentin des Rechnungshofes, werte Kolleginnen und Kollegen, ja, möchte mich, Ehre, wem Ehre gebührt, dem Lob und dem Dank an den Kollegen Janach anschließen. Es braucht Initiative dazu. Ich hätte, wenn Sie mir das vorher gesagt haben, weiß Ihre kritischen Beiträge auch im Vorfeld, was sich hier abspielt bei der AMA Marketing, hätte es nicht geglaubt. Ich muss das sagen, hätte man nicht vorstellen können, dass solche Missstände, im wahrsten Sinne des Wortes, am Frauenteilwirtschaft sind ja gerade so noble Ausdrücke, wenn man das durchliest. Sie haben schon verwiesen auf die Seite 101, das ein Skandalbericht ist ohnegleichen. Das muss man ganz einfach sagen. Und wir müssen uns auch überlegen, wenn wir sprechen, da schließe ich mich an, der Kollegin Moser, was sollen wir reformieren, ob man nicht auch den Rechnungshof verpflichten kann, dann, wenn er auf strafrechtliche Tatbestände stoßt, auch tatsächlich aktiv wird von sich aus. Denn diese Vergabefehler, wenn man das vorsichtig so bezeichnet, spotten ja jeder Beschreibung, die sind zu ahnden. Da ist keine Frage. Und ich gebe dem Kollegen Knees recht, wenn er sagt, man kann den Dr. Blas nicht für alles verantwortlich machen. Man muss ganz genau darauf schauen, wenn der Follow-up-Prüfung kommt, was ist tatsächlich von dem, was uns berichtet wurde, was stimmt, was wurde umgesetzt. Und die Frage lautet auch, wie würde es heute noch ausschauen, hätte es diese Sonderprüfung nicht gegeben, die Sie beantragt haben. Dann, das wage ich zu behaupten, wäre dieser Missstand nach wie vor aufrecht. Und das ist unerträglich. Zum Zweiten, Frau Präsidentin, muss ich Ihnen sagen, Sie haben ja gesehen an der Wortmeldung des Kollegen Knees, ich muss meine Abgeordneten schon zum Teil, wir sind sehr engagiert im Bereich des Rechnungshofs, Ausschuss der Rechnungshof-Fraktion, und Sie sind natürlich sehr sensibel, wenn Sie aus unserer Sicht Dinge in die Politik bringen, wo wir über der Überzeugung sind, das ist nicht Ihre Aufgabe, ob man die Legislaturperiode verkürzen soll oder nicht. Ist Sache des Parlaments, genauso wie Sache des Parlaments ist, Ihre Legislaturperiode auf 12 Jahre zu belassen. Das ist Sache des Parlaments und wir wollen uns hier, zumindest von unserer Sicht, nicht reinreden lassen. Das Zweite, da bin ich inhaltlich schon eher bei Ihrer Meinung, aber bin trotzdem der Meinung, dass es nicht Ihre Aufgabe ist als Rechnungshofpräsidentin. Ich sehe schon, man muss sich profilieren, man will eigene Duftmarke setzen, das sehe ich alles ein. Aber das, was Sie gefordert haben zum Beispiel, dass das Parlament nicht so einfach aufgelöst werden kann, sondern es ist gewählt für die Legislaturperiode, dann wäre dieser Zirkus, den wir derzeit erlebt oder erlebt haben, besonders mit der ÖVP-Fraktion, gar nicht möglich gewesen. Denn dann wäre tatsächlich das Parlament gezwungen, zu schauen, haben wir eine Regierung, die bereit ist, die Reformmaßnahmen umzusetzen, die wir brauchen. Und daher bitte ich Sie wirklich in dem Sinn, und Sie haben auch angekündigt, Sie werden 10 Punkte für die neue Regierung mit auf den Weg geben, da bitte Sie tatsächlich, bringen Sie diese Punkte zuerst im Rechnungsaufschuss vor. Ich sehe das nicht ein, dass man das über Pressekonferenzen macht und die betroffenen Abgeordneten davon nicht informiert werden. Ich möchte das zuerst mit Ihnen diskutieren, sagen, jawohl, das halten wir auch für gut und für richtig, und dann machen Sie das. Sie sind unsere Beauftragte. Dankeschön. Vergabefehler seien zu ahnden, so Elmar Mayer, Rechnungshofsprecher der SPÖ.